Die Reiherjäger. Chornovelle mit Dialogen für den Rundfunk von Günter Weißenborn. Regie Friedhelm Ortmann. Weiterhin ist noch festzustellen, dass bei der für den Herbst zu erwartenden Nachfrage nach Federn jeglicher Art Reiherfedern besonders bevorzugt zu werden scheinen, vor allem Reiherfedern seitlich getragen und gestutzt. Sie hörten soeben eine Modenvorschau für den Herbst aus dem Modenhaus Barney & Company Limited London. Wir bringen Ihnen jetzt Unterhaltungsmusik aus dem Savoy Hotel. Haben Sie gehört, gnädige Frau? Reiherfedern für den Übergangshut. Seitlich getragen und gestutzt. Federn, habe es auch gelesen. Gute Mode, grand complet. Paris schickt schon Modelle mit Federn. Bald wird man Reiherfedern in allen Schaufenstern sehen. Wo kommen Reiherfedern eigentlich her? Aus Kokons? Reiherfedern sind entzückend, wirklich. Starte zum Übergang Reiherfedern. Da dürfen wir auf keinen Fall zurückbleiben, Smith. Wie sagen Sie, Mäßlich, stimmt das? Die Konkurrenz bringt nichts anderes als Reiherfedern diesmal? Es stimmt, Sir. Aha. Da müssen wir natürlich unbedingt Schritt halten, sonst macht die Konkurrenz das Geschäft. Natürlich, die Konkurrenz. Ach, zum Teufel die Konkurrenz. Missle, bestellen Sie Reiherfedern eilig. Wo? Am Produktionsort natürlich, in Südamerika. Telegrafieren Sie an unseren Agenten Mr. Fitch, Transradio, sofort. Ja, und dann brauche ich sofort eine Besprechung mit unseren Modellzeichnern. Ich muss sofort Entwürfe haben. Wird erledigt, Sir. Ist übrigens eine teure Mode, eine gute Mode. Reiherfedern. Ist übrigens eine teure Mode, eine gute Mode, Reiherfedern. Wie sagten Sie, gestutzt und seitlich getragen? Ja, und den Hut ein wenig schief. Entzückend, nicht? Aha, ist natürlich nicht billig. Ist natürlich nicht billig. $32 durch Transradio. Wie heißt das Telegramm? Erbitten baldig Zusendung 1000 Stück Reiherfedern. Barney. Hallo, bitte Aufnahme. Telegramm Transradio für Rio de Janeiro. Hallo, hallo, Rio de Janeiro. Hallo. Das Telegramm wird über den Atlantik gefunkt. Es kreuzt Stürme, Gewitter und Sonnenschein auf dem Ozean. Das Telegramm erreicht die großen Antennen des südamerikanischen Kontinents. Es wird aufgenommen und weitergeleitet. Durch die Drähte des Staates Mato Grosso läuft es. Durch Wälder und Steppen unsichtbar in ein Dorf am Rande des Urwalds. Ein Telegramm ist da! Pablo lag unter einem Feigenbaum. Pablo lag in einem satt gegessenen Traum. Pablo muss aufstehen. Die Sonne glüht. Denn jetzt singt der Empfangsapparat sein Lied. Und spuckt eine weiße Schlange aus. Und ein Londoner Telegramm fährt in Pablos Haus. An Mr. Fitch, Estación Concordia, erbitten eiligst Zusendung 1000 Stück Reiherfedern, Barney, London. Zur selben Zeit sitzen in den großen Londoner Modehäusern die Chefs bei ihren Zeichnern und quälen sie mit Entwürfen für Reiherhüte. Es regnet. Aber die Chefs lachen verschmitzt. Zeichnen Sie doch, ja. Reiher gestutzt, links getragen. Pariser Modelle zum Übergang. Pujas Modell Reiher. Zur selben Zeit schwärmen über den unendlichen Sümpfen der Laguna de Libera hunderte von silbernen Vogelwolken unter dem blauen, glühenden Himmel Südamerikas. Die Reiherschwärme segeln über die grünen Urwälder, einsam und unnahbar.
zur selben Zeit besteigt Senor Pablo auf der einsamen Poststation sein Kreolenpferd, um ein Telegramm zu Mr. Fitch zu bringen. Er galoppiert über die hügelige Steppe durch verbranntes Kampgras davon. Der riesige, nackte Himmel brennt vor Sonnenglut. Und die Hufe des Pferdes trommeln einen Galopp. Zur selben Zeit liegt Fitch, der reiche Mr. Fitch, auf der Veranda seines Wohnhauses. Er ist weiß gekleidet und trinkt einen Soda. Er hat auf vielen Fahrten viel Geld gemacht und baut jetzt am Rande des Urwalds Tee. Er macht alles. Er ist Agent für viele Firmen. Er ist ein smarter Mann. Und er flucht auf die Hitze. Bin ich ein Affe, du Affe? No, Senor. Also bring mir Eis für den Soda. Es ist kein Eis mehr da, Senor. Du bist wahrscheinlich ein Selbstmörder, Mosso, sonst würdest du sowas nie sagen. Ich bitte tausendmal. Wie viel Grad? 48 Grad Celsius, Senor. Und da ist kein Eis im Haus? In meinem Haus? Es wäre Eis im Haus, wenn Sie nicht alles heute früh für das Bad verlangt hätten, Senor. So. Bring mir meinen Revolver, Mosso. Ich bitte aber... Ich werde dich nämlich ein wenig totschießen. Misericordia, bitte tun Sie das nicht. Freu dich, Mosso, dass du bei einem weichen Menschen wohnst. Schieß dich wahrscheinlich morgen erst tot. Heute ist es zu warm. Tausend Dank. Mosso. Ja, Senor? Geh, altes Fass, und reite zum Pueblo hinüber. Ja, sofort. Sag der kleinen Lolita, Mr. Fitch lädt sie höflichst zum Dinner ein. Bring sie gleich mit. Aber wenn sie nicht will? Ihre blauen Haare sind ein ausgezeichneter Handgriff, Mosso. Daran kannst du die Katze schon herziehen. Ich werde sie auf jeden Fall herbringen. Sollte einer von den Kreolen oder Indios schießen? Ach, keiner wird es wagen. Beeil dich. Adios, Senor. Guten Tag, Mr. Fitch. Schmeckt der Soda? Brennt die Zigarre? Surrt der Ventilator? Liegen Sie gut im Schatten der Veranda? Wie still ist es um die Mittagszeit auf der Teeplantage von Mr. Fitch? Seht, er trinkt träge seinen Soda. Tierfänger. Orchideenjäger. Pelzhändler. Mr. Fitch. Der kalte, gelassene Gentleman. Der liebe Gott vom Rio Alto. Der für Geld das über alle Klingen springen lässt, was ihm nahesteht. Der Mann, der nie den Mut verlor. Der Mann, der nach Lolita schickte. Und siehe, Lolita betritt die Veranda. Sie sind müde? Setz dich, Lolita. Hast du Öl im Haar? Ja. Es glänzt wie ein Spiegel. Gefällt Ihnen mein Kleid auch? Gefällt mir gut, Lolita. Hat $3 gekostet, schätze ich. Hm? $3,50 beim Alma Sibero. In den nächsten Tagen bekommt er ein bastseidenes rotes Kleid. Direkt aus Paris. Ein Modellkleid. Aha. Kostet $7 bloß. Hast du die $7? Ich? Nein. Aber Gott ist groß. Sehe ich schön aus, Signor Fitch? Es geht, Lolita. Wie sehe ich aus? Erzählen Sie es mir. Na, schmal wie ein Hering. Und braun wie eine Schlange. Mehr. Und langbeinig wie ein Reiher. Ja, bitte mehr. Und hübsch wie eine junge Bestie. Bestie ist schön. Komm, Lolita, vertreib mir die Zeit. Tanze. Es ist furchtbar heiß. Ich glaube, wir haben sogar Wind vom Äquator. Dann betrink dich ein wenig. Es ist zu früh zum Betrinken. All right, dann sing ein Lied. Ich habe zu großen Hunger, um zu singen. Hat dein Mosso schon den Puchero gar? Nein, setz dich zu mir. Ach, dann werde ich schon lieber singen. Katze. Strengt am wenigsten an. Hast du eine Hütte? Caballero! Klopft ein Mädchen an die Tür. Lass ihn nicht draußen stehen. Sag ihr... Du willst mal sehen, aber na? So ein Modellkleid am Rio Alto schenk ich dir nie. Da lachen Señor Pablo, Ruiz, Pedro, Gonzalo und unsere Lolita liebt das so. Hast du einen Ofen, Caballero, macht sie dir ein Feuer an. Was gibst du ihr dafür? Was will sie dann von dir? Ja. Bitte. Nur ein Modellkleid am Rio Alto. Na meinetwegen, da lachen Señor Pablo, Ruiz, Pedro, Gonzalo und unsere Lolita liebt das so. Hast du eine braune Companiera? Die hat man nie umsonst. Kostkleid und Seife, Mann. Er kauft und zahlt
Und dann? Dann? Danke. Ja, im Modellkleid am Rio Alto, ja, das macht schick. Da lachen Signor Pablo, Luis Pedro Gonzalo und unsere Lolita, Lita so. Hey, kannst du erkennen, wer da drüben reitet? Da drüben? Hinter der Pflanzung? Ja, am Horizont, ganz klein. Er reitet hierher. Jetzt ist er am großen Jesuitenbaum auf der Höhe. Er reitet Galopp. Kommt von der Poststation her. Wird Pablo sein, hä? Ja, es ist Pablo. Senor, es kommt ein Reiter. Es ist Pablo von der Post. Na, der Junge ist wahnsinnig, bei der Hitze spazieren zu reiten. Was will er denn? Hallo, Pablo! Teufel, Pablo! Der reitet, als wenn ein Steppenbrand hinter ihm her wäre. Hier sind wir! Hier schütt dem Gaul einmal Wasser übers Kreuz, Musso. Ja, Senor. Buenos tardes. Hey, Pablo. Hab da ein Telegramm. Telegramm aus der Stadt. Muss weit weg sein. Heißt, London. Nie gehört den Namen. Heißt wirklich so. London. Hier ist es. Erbitten eiligst Zusendung 1000 Stück Reiherfedern, Barney und Company, London. Reiherfedern, Reiherfedern. Was wollen die denn drüben mit Reiherfedern? Setz dich, Pablo, trink. Danke, tausendmal. Reiherfedern? Wohl eine neue Mode in Europa unterwegs, hä? Lolita, wo gibt's hier Reiher? Reiher? Na, die weißen Vögel. Ja, gibt es viele. Hinten weit. In den großen Wäldern. Na, hinten weit. Wer weiß von uns, wo es Reiher gibt? Die Urwaldjäger wissen es. Heim und Narciso. Hä? Ja, die Freunde drüben, hinter der Sierra. Natürlich, die wissen's. Sie sind die besten Jäger vom Rio Alto. Sie sind erst vor einer Woche aus dem Urwald zurückgekommen. Waren 3 Monate unterwegs, wollen jetzt nach Santa Maria. Santa Maria? Ausgeschlossen, ich brauch sie. Sie wollen aber nach Santa Maria. Unsinn, wir müssen zurück in den Urwald, sofort. Wir können ein großes Geschäft machen. Ich brauche Reiherfedern. Die Jagd auf Reiher ist die schwerste Jagd, die es gibt, Senor. Die beiden müssen morgen früh aufbrechen. Fitch zahlt blanke Dollars. Aber sie werden keine blanken Dollars wollen. Es sind ziemlich eigensinnige Männer, Senor. Sie werden über Dollars lachen. Sie brauchen kein Geld. Wer braucht kein Geld? Die Männer, die kein Geld brauchen, will ich sehen. Wenn die beiden sagen, wir wollen jetzt nach Santa Maria, so wird wenig zu machen sein. Ich schenke Ihnen mein Grammophon mit 9 Songs und 20 Nadeln. Aber die beiden können ziemlich unangenehm lachen, Senor. Na, das wollen wir sehen, wer zuletzt lacht. Ich oder die beiden jungen Hunde drüben. Senor, vorigen Sommer hat ein fremder Peon in seiner Betrunkenheit zu Ihnen gesagt, Sie seien Hunde. Als sich der Pulverrauch verzogen hatte, lag der Peon am Boden mit Löchern in seiner Haut. Aber die beiden müssen trotzdem in den Urwald. Ich lasse mir von 2 romantischen Indios doch nicht das Geschäft verderben. Na, versuchen Sie es. Ich werde den Jungs beweisen, dass sie einfach Geld brauchen. Adios, Senor. Ich muss zur Station zurück. Vielleicht kommt ein neues Telegramm. Das sind tolle Zeiten. Adios. Adios. Adios, Pablo. Lolita, wir fahren sofort zu den beiden Jägern. Willst du mit? Zu heiß. Hör zu. Du kannst dir das rote, bastseidene Kleidchen für $7 verdienen. War ein Pariser Modell, ne? Was in den nächsten Tagen eintrifft. Ich fahre mit, Mr. Fitch. Also hör zu. Ich hatte einen Plan, den will ich dir erzählen, wenn wir fahren. Hallo, Mosso. Senor. Ist der Wagen fertig? Ja, Senor. Reifen aufgepumpt? Ja, Senor. Nafta? 12 Liter. All right. Komm, Lolita, wir fahren ab. Das Auto, das winzig unten fährt, durch die gelbe Steppe, fährt rasch. Der Horizont ist klar und zeigt nur Pampa. Ringsum. Der Abend ist groß. Und ruhig die Luft. Aber unten fährt ein Mensch. Der Mensch heißt Mr. Fitch. Er hat ein Telegramm. Das bringt ihm Profit. Er ist gewohnt, dass ihm niemand widerspricht. Sein Mund ist eisern. Und seine Hand ist schwer. Aber als sie an dem großen Jesuitenbaum auf der Höhe vorbeifuhren, schaltete er um und sagte laut: Das wollen wir sehen, ob die Jungs in den Urwald gehen oder nicht. Und Lolita, die neben ihm saß, lachte laut und sang: Sie werden in den Urwald gehen und silberne Federn sammeln. Sie werden den Tiger besiegen. Dann kehren sie heim, mit weißen Zähnen lachend, rote Orchideen im Haar, kleine Makakos auf den Schultern und lauter Reiherfedern in den Händen. Für Lolita, für Lolita. Du hast recht, für Lolita.
Vom Rio Alto bis hinauf zur Sierra erzählen sich alle Gauchos die Geschichten von Jaime und Narciso. Wie sie den schwarzen Panther schossen. Wie sie die Klapperschlange erschlugen. Wie sie die drei dicken Männer von Jacinto besiegten. Wie sie die Hengste zähmten. Jaime und Narciso, die Freunde vom Rio Alto, die schmalen, verwegenen Jäger. Niemals sah man sie entzweit. Niemals standen sie sich gegenüber. Jeder Muchacho wusste, Jaime ist Narciso und Narciso ist Jaime. Denn wer einen Freund hat, ist doppelt stark. Es heben sich vier Hände, wenn zwei nicht genügen. Das weiß der schwarze Panther. Die Klapperschlange weiß es. Und den drei dicken Männern ist es ganz klar geworden. Die beiden Urwaldjäger wohnen zusammen in ihrem Rancho. Und der Urwald drüben ist dunkel. Nur der Mond steht rot darüber. Jaime, der Ältere, brät im Rancho das Fleisch und sagt: Schöne Stadt, dieses Santa Maria. Was, Narciso? Ja, und der Teufel holt den Urwald. In Santa Maria liegen die Senoritas in den Fenstern und lachen und die Marimbas klingen und die Ballerinas tanzen Fandango und Machiche. Ja, und einen verdammt guten Zuckerrohrschnaps gibt's dort bei den Bolicheros, Junge. Bueno, ich hab lange keine Senorita Chica mehr angefasst. Morgen früh reiten wir. Und wann gehen wir wieder in die Wälder? Nicht eher, als bis wir das letzte Fuchsfell verkauft haben und uns niemand mehr was pumpt. Und dann gehen wir wieder in den Urwald. Und schießen Tiger, suchen Orchideen. Was, Narciso? Ja. Wann reiten wir nach Santa Maria? Morgen früh, wenn die Sonne kommt. Die ganze Stadt wird lachen und schreien. Da kommen die Urwaldjäger, da kommen Jaime und Narciso. 6 Monate haben sie im Urwald verbracht, unter Bestien, Blüten und Giften. Felle und Häute haben sie gejagt, kostbare Pelze. Jetzt wollen sie ein Leben führen in Santa Maria, der roten Stadt, mit Laternen und Fenstern. Die Kinder werden um uns herum tanzen und die Senoritas Chicas lachen uns an. Teufel, Jaime, das wird ein Leben sein. Trink, salut. Salut, amigo. Ein Schuss. Da wird jemand anfragen, ob er näher darf. Will uns jemand besuchen, schätze ich. Stell die Kerze ans Fenster, Narciso. Na. Ja, Herr, kommen Sie heran. Willkommen. Wer kann das sein? Ich weiß nicht. Na, Boys. Buenas tardes, caballero. Verdammter Abend. Man sieht einen Dreck. Nicht mal ein bisschen Mond hängt da rum. Brauchen Sie? Nehmen Sie Platz. Wir haben nur diese eine Bank, Senor. Aber bitte lehnen Sie sich nicht an, Senor, weil... Ja, die Wand ist aus Lehm und wird Ihr Hemd... Aber nicht so schlimm. Mach das Fenster zu und stell die Kerze wieder auf den Tisch, Narciso. Ja. Ein Fenster aus Kistendeckel. Eigentlich lustige Bude hier. Hm? Klein, aber dafür niedrig. Ja. Ja. Angebot von Mr. Fitch. Jetzt, wo wir alle so gemütlich um den Tisch sitzen, da fällt mir was ein. Wollte mal fragen, ob es in dieser Gegend nicht Reiher gibt. Wissen Sie, Reiher, die man ein bisschen schießen kann, hier oder vielleicht drüben im Urwald, hm? Na, ich meine, hier müssen doch eine Menge Reiherschwärme sich rumtreiben. Und wenn man da so ein bisschen reinschießt... Na, meine Herren, die Federn sind doch kostbar. Die Federn bringen bei 1000 Stück zum Beispiel glatt $50. Na, was meinen Sie, hm? Na, vielleicht fragen Sie mal bei Mr. Fitch an, was der bietet. Vielleicht bietet der alte Idiot $55. Na, richtig geraten, Caballeros. Ist zwar eine Schande, aber ich hätte ein gewisses Interesse. Ich wäre imstande, 1000 Reiherfedern für $55 zu kaufen. Nein, schütteln Sie nicht Ihren Kopf, Senor Jaime, das ist ein Riesengeschäft, verstehen Sie? Sie machen einen kleinen Spaziergang in den Wald, sind nach ein paar Wochen wieder zurück, haben 1000 Federn und Mr. Fitch, der Holzkopf, der Idiot, legt Ihnen $55 in die Hände.
$55, das essen Sie im Leben nicht auf. Das ist so viel wie... Na, ich werde Ihnen zeigen, wie viel das ist. Passen Sie mal auf. Lustige Musik, ja? Für diese Musik haben schon viele Leute einmal voll Blut bezahlt. Nach dieser Musik tanzen drüben eine Menge Leute. Und ihr wollt ohne diese Musik auskommen? Ist ja glatter Wahnsinn, Caballeros. Sie müssen verstehen, ich habe da draußen eine Freundin, eine Compañera, sitzt draußen im Wagen. So klein ist sie. Aber sie hat sich in den Kopf gesetzt, sie will Federn haben. 1000 Federn, was soll man da tun? Doch seien wir Kavaliere, meine Herren. Tun wir ihr den Gefallen, ne? Blankes Geld. Sehen Sie her. Eine einzige Reihe von Dollar von der Kerze bis zu Ihrer Hand, Senor. $55. Hoppla, Senor. Warum schleusen Sie mit Ihrer Hand auf den Tisch? Hier stehe ich vor Ihnen. Ich, Mr. Fitch, den die Leute den lieben Gott vom Rio Alto nennen. Und ich biete Ihnen ein Geschäft an, ne? Ich bin es nicht gewohnt, meine Hand ins Leere zu halten. Verzeihen Sie, Patron. Noch nie hat ein Jäger 1000 Federn in ein paar Wochen heimgebracht. 1000 Federn kosten 1000 Reihern das Leben. Denn jeder Vogel hat nur weiß eine... Weiß ich. Also, was habt ihr mir zu sagen? Wir wollen dieses Jahr nicht mehr in den Urwald. Die Regenzeit steht bevor. Wir wollen nach Santa Maria, in die rote Stadt, wo Laternen auf den Straßen stehen. Ach, Unsinn. Ihr wollt da doch nur saufen und euch amüsieren, das alles. Wir sind selbstständige Männer, Senor. Der liebe Gott vom Rio Alto ist kein guter Gast. Also gut, ich zahle euch $60. Wir brauchen keine Dollars. $70. Santa Maria. $80. Pass auf, Narciso, jetzt wird er 90 sagen. Verdammtes Pack! Geht nur nach Santa Maria, geht, versucht dort eure Pelze zu verkaufen. Ich sage euch, nicht einen Rattenpelz wird man euch in Santa Maria abkaufen. Dafür werde ich sorgen, ihr blöden Hunde. Was haben Sie gesagt? Was hast du gesagt? Guten Abend, Caballeros. Wollen Sie mit dem Messer die Nägel schneiden? Na, was mischst du dich in unsere Unterhaltung, du alberne Gans? Ich wäre mit Ihnen schon fertig geworden. Die drei Herren sind etwas aufgeregt, wie? Gibt es denn bei Ihnen nichts zu trinken? Doch, hier, Salut. Bueno, Salut. Zum Teufel, Salut. Handelt es sich um die Reiherfedern, Senor Fitch? Natürlich. Die beiden Gentlemen hier sind keine besonderen Kavaliere. Sie wollen dir nicht mal ein paar Federn aus dem Busch holen. Sie wollen nicht? Nein. Das glaube ich nicht. Die beiden Kavalieros wollen ganz sicher einer Dame einen Gefallen tun. Ach, was? Idioten sind sie, die ihr Geschäft nicht verstehen. Adios! Sie haben ihn verärgert. Verzeihen Sie 1000-mal. Senorita, wir wussten nicht, dass die Federn für Sie bestimmt waren. Gefall ich Ihnen, Caballeros? Oh, sehr? Sie sind ein Wunder, Senorita. Ein Wunder. Wir kommen gerade aus dem Urwald. Und wir haben noch keine Dame gesehen. Ein Wunder. Gefall ich Ihnen sehr, Caballeros? Ein Wunder. Oh, sehr. Ich hätte so gern diese Reiherfedern. Ich kann sehr dankbar sein. Hören Sie, wer die meisten Federn bringt, dessen Freundin will ich sein. Lolita! Ich warte. Ich warte auf den Caballero, der mir die Reiherfedern bringt. Bist du es, Jaime? Bist du es, Narciso? Bist du wahnsinnig geworden? Wo bleibst du? Ich komme ja schon. Adios, Caballeros. Komm! Adios, Caballeros. Ich warte. Es gibt eine Stadt, Santa Maria. Eine rote Stadt mit Laternen und Fenstern. Die Kinder tanzen auf den Straßen. Und die Senoritas lachen mit den weißen Zähnen. Süß ist der Canya. Es gibt eine Stadt, Santa Maria.
Aber weit ist die Stadt Santa Maria. Die Nacht ist groß. Über den Ebenen der Steppe Gesang der Zikaden. Die Ochsenfrösche brüllen. Groß ist die Natur. Rein der Nachtwind unter südlichen Himmeln. Unendlich ist das Meer seiner Sterne. Aber unten durch die endlose Steppe rattert ein Wagen. Fort 29. Die Scheinwerfer leuchten über das Gras. Eilig fährt er nach Osten. Wer sitzt im Wagen? Aber als er auf der Höhe an dem großen Jesuitenbaum umschaltet, sagt er laut zu Lolita, seiner Freundin, die neben ihm sitzt, bin zufrieden, Lolita, ziemlich zufrieden. Sie aber lachte und sagte, und schenken Sie mir jetzt auch das bastseidene Kleid aus Paris? Sie haben es versprochen, Senor. Gemacht, Kind, hast gut gearbeitet. Schöne Männer waren es, Senor. Schön wohl, aber schmutzig, ja? Ja, aber so schöne Männer. Als ich in ihre Tür trat, sahen mich die Reiherjäger an. Wie den Engel aus dem Buch, das ich nicht lesen kann. Und ich sah sofort, da ist was zu machen. Und es ging so leicht, da musste ich fast lachen. Bring mir Reiherfedern, dann bin ich nett zu dir. Und da sahen sich die beiden ziemlich lange an. Alle Bewohner des Landes singen das Lied der Reiherjäger vom Rio Alto. In der Laguna del Ibera schlag dir einen Pfad, rate durch die Sümpfe, schlafe an einsamen Feuern. Doch, Camarado, vergiss nicht zu atmen, wenn eine singende Wolke hereinfliegt aus 1000 silbernen Vögeln und der Wind von ihren blinkenden Flügeln der die Stirn trocknet. Ahi, Reiher, Reiher, komm. Sie schlagen sich einen Pfad durch die Laguna der Libera. Und schlafen an einsamen Feuern. Sie vergessen zu atmen, wenn über dem Urwald ein Schwarm silberner Vögel kreist und mit schweren, blinkenden Flügeln rauschend herabsinkt. Sie kommen, Narciso. Sie kommen. Gib mir mein Gewehr, Jaime. Leise. Jetzt sind sie auf dem Wasser. Jetzt. Jetzt drück ab. Sie fliegen davon. Wie viel hast du? Drei. Sie treiben auf dem Wasser. Ich habe zwei. Wir wollen hinschwimmen. Bleib nur, Jaime. Ich hol sie allein. Ist gut. Mir rechts, Narciso, dort, wo die Palme steht. Ja, ich sehe sie. Was ist da im Wasser? Ein Alligator. Narciso, zurück. Ein Kaiman, zurück! Er schwimmt auf dich zu! Doch rasch, Narciso, rasch! Weg, weg, ich schieße! Weg, Narciso! Jaime, ich bin gerettet! Der Teufel holt die Laguna, steckt voll von Bestien! Nicht mehr in das Wasser gehen, sind noch mehr drin. Die fünf Reiher sind verloren. Tja. Fünf Federn. Fängt schlecht an, unsere Jagd. Aber ein Gefühl, vielleicht werden wir Unglück haben. Ah, Unsinn. Ist einer in Gefahr, rettet ihn der andere, wie eben. Du hast mich gerettet. Oder Senorita rettet uns keiner. Was sagst du?
Die Reiher sind weg, alle fünf. Haben den Krokodilen geschmeckt. Doch da treibt einer an. Warte, ich hol ihn. Ein großes Tier, nass und blutig. Die erste Feder. Ja, ja. Sie ist blutig. Bringt kein Glück. Es wird noch viel kosten, bis wir 1000 Federn haben. Lange Zeit. Was wird aus uns werden? Wir werden so lange jagen, bis wir 1000 Federn haben und sie dann zu Lolita bringen. Aber wer, Narciso? Wer? Ach so. Werden wir die letzte Feder auch noch zusammen aufheben? Unsinn, Jaime. Sind wir nicht Kameraden? Da hast du die erste Feder. Ich schenke sie dir. Ich will sie nicht. Du willst sie nicht? Nein. Du hast mich eben vor dem Krokodil gerettet. Nimm die erste Feder. Nein, sage ich. Komm, weiter. Gut, dann gehört die erste Feder mir. Weiter zum Teufel. Caballero, klopft ein Mädchen an die Tür. Lass sie nicht draußen stehen. Sag ihr, du willst mal sehen. So ein Modellkleid am Rio Alto schenk ich dir nie. Da lachen Señor Pablo, Ruiz, Pedro, Gonzalo und unsere Lolita. Willst du nicht mitsingen, Jaime? Willst du nicht die Strophe singen von dem Caballero Ruiz? Lass mich in Ruhe. Jaime, das Feuer brennt. Ich habe es angezündet, du hast dich daran getrocknet. Du hast das Fleisch gebraten, ich habe es gegessen. Sind wir nicht Kameraden, Jaime? Warum isst du kein Fleisch? Warum singst du nicht die Strophe vom Señor Ruiz? Warum liegst du mit offenen Augen am Feuer und siehst mich an wie deinen Feind? Was wirst du tun, wenn der Tiger uns anfällt? Was wirst du tun, wenn ein Krokodil nach mir schnappt oder eine Korallenschlange? Frag nicht, Narciso. Ist es dir lieber, Jaime, wenn wir uns trennen? Wir können uns doch nicht trennen. Wenn wir einzeln gehen, frisst uns der Urwald. Wir müssen zusammenbleiben. Es geht nicht anders. Gut, bleiben wir zusammen. Und gehen morgen früh zusammen weiter. Zusammen weiter, ja? Was sonst? Tja, was sonst? Hast du einen Ofen, Cavaliero? Macht sie dir ein Feuer an? Was gibst du ihr dafür? Was will sie dann von dir? Nur ein Modellkleid am Rio Alto. Na, meinetwegen. Da lachen Señor Pablo, Pedro Luis Gonzalo und unsere Lolita liebt das so. Schlaf gut, Jaime. Hast du dich gut in deinen Poncho gewickelt? Frierst du nicht? Ich sitze am Feuer, aber mir ist kalt. Und ich bin traurig, Jaime. Ich beklage das Ende unserer Kameradschaft. Und ich muss dir sagen, dass es kein gutes Ende ist. Beide schlafen wir nicht mehr. Beide denken wir an die Dame vom Rio Alto. Warum säte sie Zwietracht unter uns? Hör,
Jaime. Lass mich. Wollen wir nicht unsere Federn ins Feuer werfen und umkehren mit leeren Händen? Nein! Reg dich nicht auf, Jaime. Bist du so dumm, dass du glaubst, mich mit dieser List fangen zu können? Nein, ich wollte nur... Ich weiß genau, was du wolltest. Du wolltest mich betrügen, wie du mich seit Tagen betrügst. Du versteckst die Vögel, die ich geschossen habe, und reißt ihnen die Federn aus. Woher hast du die 90 Federn, die du mehr hast als ich? Woher? Antworte! Willst du wirklich behaupten, dass du ein besserer Jäger bist? Ich habe mehr Glück gehabt, Jaime, das ist alles. So, und jetzt verlangst du, dass wir alle Federn verbrennen sollen, nicht wahr? Weiß ich, was du für eine Teufelei vorhast? Verbrenne ich meine Federn, so behältst du die deinen. Und ich habe verloren, ich kenne dich doch. Ich lerne dich kennen, du Betrüger. Jaime, was ist mit dir? Wir haben nie Streit gehabt, solange wir uns kennen. Und jetzt stehst du wie ein Tier vor mir. Jaime, es ist genug. Wir haben geschworen, nie die Hände gegeneinander zu heben. Freu dich darüber, du. Aber morgen früh gehe ich allein weiter. Geh. Geh heute Abend schon. Geh. Nein, ich gehe nicht in der Nacht allein in den Urwald. Ich bleibe auf dieser Lichtung, an diesem Feuer, zu dem ich das Holz gebrochen habe. Aber hör zu. Begegnen wir uns später noch einmal wieder. Im Urwald oder im Pueblo. Egal wo. So schieße ich dich nieder wie ein Wasserschwein. Ja. Aber wer wird zuerst schießen? Wir werden sehen. Probier das Sterbegebet schon. Hast du es nötig? Aber wir werden sehen, wer zuerst schießt. In der Laguna de Libera schlag dir einen Pfad. Warte durch die Sümpfe, schlafe an einsamen Feuern. Doch, Camarado, vergiss nicht zu atmen, wenn eine singende Wolke hereinfliegt. Aus 1000 silbernen Vögeln und der Wind von ihren blinkenden Flügeln dir die Stirn kühlt. Ahi, Raya, Raya, komm. Die beiden Jäger stehen dicht am Feuer, mitten in einer Lichtung des Urwalds, ganz allein, und erheben ihre Hände gegeneinander. Rote Schatten fahren über sie hin. Nicht der Mond und nicht das südliche Kreuz leuchten herab. Die beiden Jäger legen sich nieder nach langer Zeit. Denn nur der Schlaf am Feuer ist gefahrlos. Jaime liegt mit wachen Augen. Aber Narciso, der junge Jäger, schläft ein. Neben ihm liegt der Beutel mit Federn. Und sein geladenes Gewehr. Morgen früh will er davongehen, will er allein weitergehen, Reiher jagen, lachen und singen und endlich heimkehren zu einer Senorita am Rio Alto. Wird sie mit ihm gehen einen Mond lang? Schlaf, junger Jäger, es wacht am Feuer der Feind. Er streckt seine Hand aus. Rot ist sie beleuchtet vom Schein des Feuers. Streckt sie aus nach dem Gewehr, das neben dem Kameraden liegt. Er zieht es an sich, leise. Er zieht den Beutel mit Federn an sich. Leise. Er steht auf. Leise. Und wirft Federn und Gewehr in ein Orchideengebüsch am Rande des Urwalds. Und leise lacht Jaime, der Kamerad, und der Feind. Wie klar ist die Nacht, wie ruhig der unendliche Urwald, in dem kein Mensch lebt, nur zwei. Und der eine steht dunkel und groß vor dem Schlafenden. Hallo. Hallo. Narciso, hübsche kleine Bestie, wach auf! Wenn du doch aufwachen würdest, was würdest du nicht alles erleben? Was ist los?
Du hast mich erschreckt. So, hast du dich erschreckt, kleiner Schakal. Schakal? Weil du meine Federn gestohlen hast. Was beschimpfst du mich? Hübsch bist du wie ein kleiner Knabe. Und doch giftig wie eine Orchidee. Warum hast du mich geweckt mitten in der Nacht? Ja. Warum? Wo sind meine Federn? Greifst du nach deinen Federn? Wo ist mein Gewehr? Ist es nicht da? Ich hatte mein Gewehr neben mir liegen. Jetzt liegt es wirklich nicht mehr da. Hast du es... Hast du es weggenommen, Jaime? Hast du es weggenommen, als ich schlief? Ich kann mich nicht erinnern. Jaime, wo ist mein Gewehr? Wie du siehst, habe ich nur ein Gewehr in meiner Hand. Das ist meins. Das ist deins, ja. Und ich kann nichts machen, Narciso. Aber die Mündung zeigt immer zu auf dein linkes Auge. Was hast du vor, Jaime? Hoffentlich ist es nicht auch geladen, das Gewehr. Es ist geladen. Pass auf, Jaime. Du hast es gestern Abend vor meinen Augen geladen. Ich kann wirklich nichts machen, Narciso. Aber es juckt meinen Finger am Abzug. Er will abdrücken, der kleine Finger. Aber dann käme doch eine Kugel heraus. Und die Kugel ging in dein linkes Auge. Und wenn jetzt ein Unglück passierte, so hat es kein Mensch gesehen. Kein Mensch auf der Welt. Und Tiere können nichts beeiden. Gar nichts können sie beeiden. Jaime, steh nicht auf. Ich bitte dich sonst. Du willst natürlich. Das ist nicht wahr. Hör zu. Jaime hat diese Nacht über dich zu Gericht gesessen. Und Jaime hat dich zum Tode verurteilt. Das glaube ich nicht. Du solltest rasch daran glauben. Es ist höchste Zeit. Denn morgen Mittag sitzen leider die ersten grünen Fliegen auf deinen offenen Augen. Nein. Nein. Bleib, wo du bist. Nein. Ich schieße. Das wirst du nicht tun. Mein Gewehr. Gib das Gewehr her. Gib es her. Habe ich dich, du Schuft. Na, das ist so. Bist du des Teufels? Hast du genug, du Schuft? Hast dich verrechnet, wie? Wolltest mich erschießen, wie? Kam anders, wie? Na, das ist so. Hilf mir. Ich wach auf und du willst mich erschießen. Kam anders, wie? Und ich hab dir vertraut, du Schuft. Ich wollte... Du wolltest mich töten, ja. Hilf mir. Bravo, liegst du gut im Gras? Tropft das Blut ordentlich? Weiß ist deine Fratze. Wie das Gesicht einer Dame. Narciso, hilf mir. Narciso, hilf mir. Wasser. Hör zu, ich werde keine Hand für dich rühren. Du hast unsere Kameradschaft. Wasser. Die hast du... Verdammt, wo ist denn der Wasserkessel? Verraten hast du sie. Hier, trink. Verraten wegen einer verdammten fremden Dame. Narciso, hab's getan, Narciso. Konnte nicht anders. Du hattest so viel Federn. Ich... so wenig. Hat sie uns zwei wirklich auseinandergebracht, Jaime? Jaime? Jaime! Ach so. Leb wohl, Jaime. Leb wohl. In der Laguna del Ibera, unter einem Anchico-Baum, liegt ein toter Mann. Sí, camerado, er vergaß zu atmen. Nie wieder wird ihn ein Mensch sehen. Nur dann und wann blickt ein Tier ihn an. Er ist angekommen, camerado, aber die silbernen Vögel flogen davon. Ahi, Raya, ahi, Raya, Raya, ahi.
und der Jäger Narciso verwildert von wilden Monaten im Urwald, abgemagert und ausgebrannt, nimmt seines Gefährten Gewehr, nimmt seines toten Gefährten Federn und bricht auf. Furchtbar ist der Urwald für den einsamen Wanderer. Die heißen Nächte der grünen Wildnis für den Schlaflosen an einsamen Feuern. Zahllos die Tage, zahllos die Nächte, ehe er den Rand der Wälder erreicht. Am Rio Alto endlich erreicht er bewohntes Land. Entnervt und krank. Dürr und geblendet vom Sonnenlicht der Steppe. Er geht taumelnd über die Straße. Sein Mund blutet. Seine Augen sind geschlossen. Die Einwohner treten aus ihren niederen Lehmhütten und ziehen schweigend hinter ihm her. Die Sonne brennt. Staub wirbelt auf der Straße. Eine Schar von Eingeborenen zieht zu Mr. Fitchs Haus. Ihnen vorauf der bleiche Jäger Narciso. Sie bleiben vor der Türe stehen und schweigen. Mr. Fitch öffnet seine Tür und tritt heraus. Der liebe Gott vom Rio Alto tritt in schneeweißem Anzug zu dem Jäger Narciso. Was wünschen Sie, hä? Das ist Narciso, Mr. Fitch. Er ist aus den Wäldern wiedergekommen. Er ist erschöpft. Geben Sie ihm ein Glas Wasser. Wollen Sie ein Glas Wasser? Oder ein Whisky? Bring ihm Stuhl, Mosso. Das ist Narciso. Er ist wiedergekommen. Fragen Sie ihn, wo Jaime ist. Wo ist denn Jaime? Mr. Fitch, es war eine Dame hier. Hieß Lolita. Sie war klein und ganz schmal. Wo ist sie? Ja, ich erinnere mich. Sind Sie nicht damals vor einem halben Jahr in den Busch gegangen, wegen der Reiherfedern? Hier sind die Reiherfedern, Senor. 500 Stück. Diese unglücklichen Reiherfedern. Sie hatten leider im Urwald kein Telefon, Senor Narciso. 14 Tage nämlich, nachdem Sie weg waren, 14 Tage später erhielt ich dieses dumme Telegramm. London brauchte keine Reiherfedern mehr, wissen Sie. Die Mode schlug damals um auf Lack, Lackgürtel oder so ein Kram. Schade, hä? Ja, ich habe es auch sehr bedauert, dass aus dem Geschäft nichts wurde. Tja, aber das geht manchmal sehr rasch. Wo ist die Dame? Sie hieß Lolita. Ah, Lolita, natürlich Lolita. Lolita ist nicht mehr da. Aber wollen Sie wirklich nicht einen kleinen Whisky trinken? Hallo, was fehlt Ihnen denn? Die Dame wollte doch diese Federn haben. Hat sie denn nicht darauf gewartet? Hat sie mir denn nichts bestellt? Ich habe nämlich diese Federn alle für sie geschossen. Das war nicht einfach. Ist sie wirklich nicht mehr da? Nein, sie ist schon vor langer Zeit weggegangen und hat auch nichts hinterlassen wegen der Federn. Aber... Der unglückliche Mann Narciso sieht wie erschlagen in die Gesichter der Eingeborenen, die ihn scheu anstarren. Ach so. Ach so. Er geht durch ihre Reihen und geht davon. Der Mann Mr. Fitch sieht ihm nachdenklich nach. All right, sagt Mr. Fitch und spuckt aus. Der Urwaldjäger Narciso geht davon, geht über die gelbe Steppe davon, geht allein davon und verschwindet im Horizont. Zur selben Zeit liegt in einem fernen Land die blauhaarige Lolita unter einem Pfefferbaum. Sie hat ein rotes, bastseidenes Kleidchen an und singt. Zur selben Zeit sitzen in dem Londoner Modemagazin Barney & Company Limited die vergnügten Chefs über der Bilanz ihrer Lackmodeartikel. Es ist überall Wirtschaftskrise, aber sie sind ziemlich vergnügt, die Chefs. Denn die Bilanz ist gut. Zur selben Zeit breitet Mr. Fitch über seine Teeplantagen. Die Sonne scheint und die Pflanzung steht gut. Er wird kein armer Mann bleiben, der Mr. Fitch. Und er pfeift auf seinem Gaul vergnügt vor sich hin. Zur selben Zeit liegt ein toter Mann im Urwald.
Er hat ein ziemlich nachdenkliches Gesicht, soweit man von Gesicht noch sprechen kann. Und darüber schwirren grüne, singende Fliegen. Zur selben Zeit geht ein Mann allein über die Steppe in das Abendrot hinein. Er geht, als ob er schlafe. Zur selben Zeit dreht sich unter der Sonne alles um Geld und Liebe. Die Menschen lachen, werden blass, fallen um, stehen auf. Die Welt ist in Bewegung, im fernen Urwald und auf dem Pflaster der Städte. Sie fragt nicht nach dem Leid des Einzelnen, die Welt. Und doch wird alles Leid von Einzelnen getragen. Wir brachten die Reiherjäger. Eine Kurnovelle mit Dialogen für den Rundfunk von Günter Weißenborn. Es sprachen Jaime und Narciso, Hans-Dieter Zeidler und Uwe Friedrichsen. Lolita, Cornelia Boje. Mr. Fitch, Hans Korte. Pablo, Joachim Tege. Morso, Ernst Ronnecker. Vorleser, Kurt Ebbinghaus. Der Chor, Ernst August Schäppmann, Peter Fitz, Aljoscha Sebald. Ferner wirkten mit Maria Häusler, Cornelia Menzel, Anita May, Friedrich Kollander, Günther Hahnfeld, Kuno Schlegelmilch, Hans Stetter, Heinz Stöver, Werner Xandri und andere. Musik Enno Dugend, Ton Reinhard Krawulski, Regie Friedhelm Ortmann.